und herzlich willkommen auf diesem Kanal. Mein Name ist Florence, ich bin 29 Jahre alt und auf diesem Kanal geht es um Studium, berufliche Weiterentwicklung und um das Leben drumherum. Wie ihr bereits im Titel gelesen habt, geht es um die zwei größten privaten Hochschulen in Deutschland. Das ist einmal die FOM und einmal die IUBH. Wenn ich das tue, na gut, wir ehrlich, berufliche Weiterentwicklung und berufliche Weiterbildung ist heutzutage wichtiger denn je. Ich bin selber in der Situation, habe bereits ein nebenberufliches Studium hinter mich gebracht. Viele Leute fragen mich, wie hast du denn den richtigen Anbieter gefunden? Darum dachte ich mir, mache ich dieses Video, um vielleicht Leuten, die gerade in der Entscheidungsphase sind, für welchen Anbieter sie sich entscheiden sollen oder ob sie überhaupt der Typ dafür sind, um denen eine Entscheidungshilfe zu liefern. Die FOM beschreibt sich als eine der größten privaten Hochschulen in Deutschland mit 57.000 Studierenden. Die FOM ist spezialisiert auf das Studium neben dem Beruf. Also geht arbeiten und abends in die Uni. Aber darauf komme ich gleich zu sprechen. Die FOM ist ansässig in 32 Standorten in ganz Deutschland. Ihr könnt dort 40 Bachelor- und Masterstudiengänge studieren. Wir gucken uns das gleich aber auch gerne nochmal an. Wenn ihr Informationen sucht, die sind alle in der Infobox hier drunter. Also schaut euch das an. Wir beginnen mit einem Faktenvergleich der beiden Hochschulen. Die IUBH hat deutschlandweit 27.000 Studierende. Sie sind spezialisiert auf das Fernstudium und Online-Studium. Kommt uns gerade ja allen ganz gelegen. Corona! Die IUBH hat 21 Standorte in ganz Deutschland. Und die IUBH ist ansässig in 130 Standorten in Deutschland. Bist du überhaupt ein Typ für ein nebenberufliches Studium? Wenn ihr euch dazu entscheidet, ein nebenberufliches Studium anzustreben, solltet ihr euch erst diese Frage stellen. Ein nebenberufliches Studium ist kein Zuckerschlecken, wie ihr euch denken könnt. Daher ist es auch eine Typfrage. Bevor ihr euch dazu entschließt, solltet ihr euch selbst fragen, bin ich der Typ dafür? Seid ihr eher der Typ, ich bin organisiert, strukturiert, ich kann mich an Abgaben halten und ich kann viele Tasks, das Privatleben und die Uni miteinander vereinen, dann ist es schon mal ein guter Indikator, dass es im Studium für euch etwas leichter sein wird. Seid ihr eher der Typ, kommst du heute, kommst du morgen nicht, ein bisschen chaotisch, I'm a little bit all over the place, dann sage ich euch ganz ehrlich, es wird hart. Wenn ihr zu dem Thema nebenberufliches Studium mehr Informationen haben wollt, gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und smash that bell, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr Video-Vorschläge in die Kommentarbox schreiben würdet. Dann weiß ich, worauf ihr Lust habt und nehme euch dann gerne diesen Content ab. Jetzt seid ihr einen Schritt weiter und ihr fragt euch, aber was bringt mir denn dieses Studium? Welche Karrierechancen habe ich denn? Ihr solltet euch zu Beginn fragen, in welcher Situation seid ihr aktuell und wo wollt ihr hin? Seid ihr jemand, der gerne ein Team führt und den nächsten Schritt auf der Karriereleiter geht? Dann ist so ein Studium ein super Karrieresprungbrett. Seid ihr jemand, der aktuell mit seiner Arbeit und seinem Aufgabengebiet zufrieden seid? Dann solltet ihr euch überlegen, fachspezifische Schulungen wie bei der IHK nicht eher was für euch sind. So ein Studium zeigt natürlich eurem aktuellen Arbeitgeber oder auch potenziellen Arbeitgebern, dass ihr über Skills verfügt. Diese Skills sind zum Beispiel Fleiß, Disziplin und Durchhaltevermögen. Skills, die in der Berufswelt mehr an Bedeutung gewinnen. Ich stelle euch in diesem Video die beiden Anbieter vor. Wir schauen uns das Ganze auf der Website auch einmal an. So könnt ihr euch ein bisschen leichter zurechtfinden. Ich markiere euch auch alles unten in die Infobox, so könnt ihr dann direkt zu den entsprechenden Seiten kommen. Ich zeige euch das per Bildschirmaufnahme, so wisst ihr auch direkt, wovon ich spreche. Zeit spielt bei so einem nebenberuflichen Studium natürlich eine immense Rolle. Ihr solltet euch dessen bewusst sein, dass eure Zeit on a minimum gecuttet wird. Das heißt, ihr müsst euch, macht euch schlau, welche Zeitmodelle welcher Anbieter anbietet. Wir schauen uns jetzt mal an, was es bei der FOM und bei der IUBH für Zeitmodelle gibt. So, wir sind auf der Seite der FOM und schauen uns jetzt mal die Zeitmodelle an. Da oben sehen wir schon Abend- und Samstagsmodelle. Gucken wir uns das mal genauer an. Die FOM differenziert zwischen Winter- und Sommersemester und nach Studienorten.
Und es gibt das Abend- und Samstagsstudium. Wie gesagt, je nach Studienort. Da müsst ihr euch auch mal mit der Studienberatung zusammentun und dort genau nachfragen, an welchem Ort was gilt. Schauen wir uns das Ganze doch mal bei der IOBH an. Ich habe jetzt hier auch einen ähnlichen Studiengang im Master ausgewählt und dann scrollt ihr nach unten und dann kommt ihr zum Modell. Das heißt, bei der IOBH seht ihr, je nach Studiengang habt ihr ein anderes Zeitmodell. Money. Wie finanziert man so ein Studium? Da ihr euch ja natürlich in einer Position befindet, indem ihr entweder eine Ausbildung macht, ein Traineeship absolviert oder angestellt seid, könnt ihr natürlich dieses Studium mittels eures Gehalts bezahlen. Da sowas aber auch in aktuellen Zeiten ein großer Einschnitt sein kann, gibt es Alternativen, die euch die Finanzierung des Studiums erleichtern. Ihr könnt zum Beispiel einen Studienkredit beantragen oder ein Stipendium. Wir schauen uns einmal an, welcher Anbieter welche Studiengebühren erhebt. So, wir sind wieder auf der Seite der FOM und wir sind hier direkt unten geblieben bei den Studiengebühren. Hier seht ihr, die FOM erhebt einmal Immatrikulationsgebühren, dann die Studiengebühr und dann eine Prüfungsgebühr. Aber wir schauen uns jetzt gleich mal, was es für den Bachelor kostet. Das, was wir hier sehen, ist ja jetzt aktuell der Master, daher auch die höhere Studiengebühr. Und genau, schauen wir uns das Ganze gleich mal für den Bachelor an. Ich habe da, glaube ich, einen Business Administration Bachelor ausgewählt, genau. Und hier sehen wir jetzt auch die Studiengebühren, die betragen dann 295 Euro. Prüfungsgebühr gibt es da auch. Und dann haben wir einfach mal die Auflistung der Gesamtkosten. Genau. So, bei der IOBH sieht das folgendermaßen aus. Hier sind wir auch wieder im Master. Da haben wir die Preise 479, 349 und 279, je nach Zeitmodell, was wir auswählen oder was ihr euch auswählt. Und dann schauen wir uns das gleich aber auch nochmal für den Bachelor an. Genau, in Betriebswirtschaftslehre habe ich, glaube ich, ausgewählt. Dort muss man ein bisschen nach unten scrollen und dann kommen wir wieder zu den Formaten. Und hier seht ihr einmal im berufsbegleitenden Studium erhebt die IOBH 305 und dann im Online-Studium. Kann ich das Studium mit meiner aktuellen Qualifikation überhaupt antreten oder nicht? Dazu schauen wir uns mal die Zulassungen an. So, hier sehen wir auch direkt die Zulassungsvoraussetzungen für den Bachelor dieses Mal und darunter direkt die Anerkennung von Vorleistungen, wenn ihr diese denn habt. Und ja, das ist relativ selbsterklärend, denke ich. So, und wir sind wieder bei der FOM. Hier schauen wir uns das Ganze auch an. Hier seht ihr alles aufgelistet. Was bei der FOM auch noch dringend erforderlich ist, ist einfach eine Vollzeit- oder Teilzeitbeschäftigung. Und oben seht ihr dann, welchen Abschluss ihr benötigt, um an der FOM studieren zu können. Und rechts, das finde ich ganz gut, sind auch noch so Fragen aufgelistet, die ihr euch wahrscheinlich eh stellt, wenn ihr euch für sowas interessiert. Das finde ich persönlich ganz praktisch und ja, nimmt einem schon mal so ein bisschen die ersten Fragen. Jetzt, wo wir wissen, welche Voraussetzungen wir für ein nebenberufliches Studium benötigen, kommt natürlich die Frage, was studiere ich? Hier solltet ihr euch wieder fragen, was bringt euch weiter? In welchem Bereich seid ihr? Und wo liegt eure intrinsische Motivation, dieses Studium zu beginnen? Im besten Falle sollte es etwas sein, was euch im Job weiterbringt, als euch auch intrinsisch so stark motivieren, dass ihr bereit seid, drei bis sieben Semester in diesem Studiengang zu studieren. Es nützt euch nichts, und ich sage es nochmal, nothing. Hier würde ich euch raten, ganz genau bei dem jeweiligen Anbieter die Studienverlaufspläne zu studieren. Hier findet ihr aufgelistet, welche Inhalte in welchem Semester vorkommen. Schauen wir uns das doch mal an. So, hier sind die Inhalte der IOBH aufgelistet. Kurz und knackig, aber ich denke, im Infomaterial gibt es dann mehr ausführliche Infos. Hier sind wir auf der FOM-Seite und hier haben wir den ganzen Studienverlaufsplan ein bisschen ausführlicher mit sogar den einzelnen Fächern aufgelistet und den einzelnen Unterpunkten. Da seht ihr, wie sowas aussehen kann in einem Bachelor, und da würde ich mir auch diese Sachen genau anschauen und bei Rückfragen auch die Studienberatung fragen, wenn ihr nicht wisst, was man darunter verstehen kann oder soll, einfach damit ihr da sicher seid. Jetzt haben wir uns die allumfassenden Fragen gestellt. Für welchen Anbieter entscheidet ihr euch? Letztendlich ist es eure Entscheidung. Sprecht mit der Studienberatung,
Geht zur Infoveranstaltung, lasst euch Infomaterial zuschicken, dann müsst ihr entscheiden, was für euch besser passt. Hier aber mein Fazit und nochmal ein kurzer Vergleich der beiden Hochschulen. Die IOBH hat eine größere Auswahl an Studiengängen, nämlich 130. Die IOBH hat auch mehr Aktionen, Werbungen, wie zum Beispiel die Aktion 1111 Euro zu sparen und ein iPad gestellt zu bekommen. Die IOBH ist bekannt für ihr Fern- und Online-Studium. Daher sind sie, glaube ich, dort auf diesem Punkt sehr, sehr stark. Ein weiterer Punkt der IOBH ist, dass ihr das Studium jederzeit beginnen könnt. Ihr müsst euch an kein Winter- oder Sommersemester halten. Ihr könnt euch morgen entscheiden, darauf den Tag direkt euer Studium. Komm hingegen bietet euch, wie anfangs gesagt, 40 Bachelor- und Masterstudiengänge. Die Form setzt ihr Augenmerk auf den Präsenzunterricht. Ist aktuell nicht so ganz möglich. Fingers crossed, dass es bald wieder so sein wird. Aber da ist die Form einfach stärker und legt da auch ihr Hauptaugenmerk drauf. Im Präsenzunterricht und in der ständigen Kommunikation mit den Studierenden zu formen. Hat aber keinerlei Aktionen wie die IOBH mit einem iPad oder sonstiges. Ihr seid natürlich bei der FOM an ein Winter- oder Sommersemester. Was mir bei der FOM besonders gefällt, ist, dass ein großer Augenmerk auf die Digitalisierung und auf die Kompetenzen des Einzelnen gelegt wird. Das heißt, ihr entwickelt euch natürlich auch in diesem Studium weiter. Das wird nicht nur so unter den Teppich gekehrt und ich glaube, da ist so ein bisschen mehr Kompetenzentwicklung. Mein Fazit zu den beiden Anbietern, wie eben schon mal angedeutet, ist es eure Entscheidung. Ich kann euch dazu raten, besucht Infoveranstaltungen, bieten beide Anbieter auch aktuell online an. Lasst euch Infomaterial zuschicken, schaut euch ganz genau Studienverlaufspläne an und führt ein Beratungsgespräch mit der Studienberatung. Ich persönlich habe mich für die FOM entschieden, das ist aber keine Werbung oder gesponsert, das ist einfach meine persönliche Meinung. Das war's auch schon mit diesem Video, kurz und knapp. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal, smash that bell und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen.